Herr Interviewer, du müsst jetzt noch ein bisschen weiter zu uns herdran. Ja, ja, perfekt. Das sind Gabriel und Jesaja. Das ist Flo. Und das ist der Lachanfall von Luisa. Schau, 65. Die jungen Leute befinden sich ganz offensichtlich an verschiedenen Orten. Doch sie haben eins gemeinsam. Sie alle nehmen an einer Workshop-Reihe des Vereins Lernfilmstudio teil. Hier sind sie jeweils in Action. Und ein Beispiel dafür, wie viel Spaß Journalismus und Filme drehen macht. Wenn es so heiß ist wie heute, sie schleppen schon anstrengend. Na gut, Arbeit ist die Filmerei natürlich auch. Körperlich wie geistig. In dieser Ecke steht unser Schneidplotter mit Hilfe von dem, ja, das ist kein Deutsch, das würde ich gerne sagen, aber es ist kein Deutsch. Mit Hilfe von ihm, mit Hilfe von. Und oft muss man sich richtig reinhauen. Im ganzen Land Salzburg erstellen Jugendliche ihre eigenen Videoreportagen. Sie denken, helfen ein bisschen, oder? Das wäre ganz lieb, ja. Sie lernen dabei, wie Nachrichten, Dokus und Magazinbeiträge entstehen. Welcher Aufwand steckt dahinter und wie machen das die Profis? Ortswechsel. Die Lernfilmstudio-Workshops decken nicht nur die praktische, sondern auch die theoretische Seite von Medien ab. Kurz gesagt, es wird auch Medienbildung vermittelt. Denn Medienbildung ist in Österreich Mangelware. Dabei ist diese Kompetenz essentiell. Denn im Internet und auf Social Media veröffentlichen Influencer, Politiker, parteinahe Vereine, ja im Grunde jeder, ohne nennenswerte Einschränkungen, was er oder sie will. Doch wie bewusst ist das den Jugendlichen und wie sieht ihr eigener Nachrichtenkonsum aus? Zur Corona-Zeit hat es bei mir eine relativ große Rolle gespielt, also da habe ich relativ viel nachgeschaut immer. Aber jetzt mittlerweile schaue ich jetzt nicht mehr so viel, also ich bin auf Instagram schaue ich ab und zu bei Zeit im Bild. Ich bin bei Fake News und generell ist News nicht sehr informiert, also ich bin meistens erst so 3 Wochen später dran, wenn es irgendwas Aktuelles gibt und bin dann so, was, es ist irgendwas passiert irgendwo? Also was ich merke, ist, dass Jugendliche vor allem über YouTube Nachrichten konsumieren und da schon sehr gute Kanäle auch haben. Also sie sind interessiert, sie wollen auch seriöse Nachrichten hören, aber so diese klassischen Nachrichten wie in einer Printzeitung oder im Fernsehen, das kennen sie gar nicht mehr. Die CIM-Studie 2021 bestätigt, für jeden 5. Jugendlichen ist das Internet eine der 3 wichtigsten Nachrichtenquellen. Bei der Informationssuche zum Tagesgeschehen spielen Suchmaschinen, Google News, Instagram und YouTube die größte Rolle. Überraschend allerdings, für jeden 3. Jugendlichen ist auch das Fernsehen, für jeden 5. das Radio eine Hauptinformationsquelle. Ganz so unbedeutend wie weitläufig gemeint sind die klassischen Medien für die jungen Leute also nicht. Die Jugendlichen sind sich übrigens sehr wohl bewusst, dass man dem, was im Internet steht, nicht einfach blind vertrauen kann. Ich glaube nicht alles, was im Internet steht. Ich bilde mir auch immer meine eigene Meinung dazu. Aber es ist teilweise sehr schwer zu erkennen, was stimmt und was stimmt nicht. Und man ist sich oft nicht sicher. Wie viel Prozent von dem, was im Internet steht, ist wahr? Boah, gute Frage. Schätzen wir mal so die Hälften. Siehst du? Ich schätze sogar weniger als die Hälfte. Da das Internet ein sehr großes Spektrum ist, würde ich jetzt sagen, dass um die 10-20% wirklich korrekt ist. Ich würde schon ein wenig mehr sagen, so 50% glaube ich schon korrekt. Ich versuche meine Informationen schon aus seriösen Medienquellen zu beziehen, wobei das meiner Meinung nach heutzutage recht schwierig ist und ich erwische mich auch teilweise selber dabei, dass ich Informationen, die ich nicht doppelt geprüft habe, irgendwie weitererzähle, aber ich versuche das so gut wie möglich aus seriösen Quellen zu beziehen und auch meistens aus 2 verschiedenen, weil gerade heutzutage ist das extrem, was alles im Internet verkauft wird und deswegen versuche ich das alles so gut wie möglich double zu checken, damit da eben keine Gerüchte oder so weiter gegeben werden. Welche Infos seriös sind und welche nicht, ist oft gar nicht so leicht zu erkennen. Doch mit etwas Know-how und Medienbildung findet man sich im Infodschungel gleich viel besser zurecht.
Und genau deshalb gibt es seit 2020 in Salzburg das Lernfilmstudio. Der Verein will etwas für die Medienkompetenz von jungen Menschen unternehmen. Gleichzeitig will er videojournalistisches Handwerk vermitteln. Junge Leute erhalten Einblicke ins Filmemachen und die Entstehung von Nachrichten. Das Lernfilmstudio ist bei einem Fernsehsender in Wals angesiedelt. Die professionelle Ausrüstung ist entscheidend, damit die Workshops funktionieren. So Obfrau Susanne Radke. Ich bin auch selber Mutter von zwei Teenagern und war auch lange als Elternvereinsobfrau tätig. Da habe ich gesehen, dass es gerade in dieser Medienkompetenz, in dieser Medienethik, in dieser riesigen Thematik immer wieder Probleme gibt und dass Eltern und Lehrern die Zeit und einfach auch das Hintergrundwissen fehlt, den Schülern dieses zu vermitteln. Wir haben es jetzt schon öfter gehört, die Schüler haben eine irrsinnige Menge an Informationen, bewegen sich aber in ihren Bubbles. Und ich glaube, um ihnen den Wert von unabhängigen Nachrichten vermitteln zu können, den Wert von einer Medienvielfalt, das ja auch demokratiepolitisch wirklich relevant ist, ist es notwendig, dass man sie wirklich selber auch ihre Themen definieren lässt und selber auch arbeiten lässt. Ich glaube, das Learning by Doing ist wie in so vielen anderen Bereichen genau der Weg, wie wir unsere Jugend erreichen können. Wir müssen ihnen wertschätzend begegnen, sie müssen Produkte abliefern können, die dann auch wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit. Und alle diese Dinge, das ist eigentlich für mich, was das Lernfilmstudio ihnen anbieten und vermitteln soll. Die Workshop-Reihe MyView, Jugend macht Filmdokus, dauert 3 Tage. Die ersten beiden Tage halten die WorkshopleiterInnen in verschiedenen Schulen im Salzburger Land ab. Es gibt eine Einführung in Bildkomposition und Kameraführung sowie auch in Interviewtechnik. Die dürfen 30 Sekunden einmal sich daran gewöhnen, dass eine Kamera auf sie gerichtet ist und Nervosität ablegen, weil das spielt alles eine Rolle, ja, bei einem Interviewpartner. Dann überlegen sich die Jugendlichen ein Thema, das sie behandeln möchten. Sie organisieren den Dreh und rücken mit Kamera und Stativ aus. Medienhäuser berichten oft mal an der Lebensrealität Jugendlicher vorbei. Hier können sie Themen aufgreifen, die sie interessieren und außerdem coole Filmtricks lernen. Also ich habe sogar gelernt, wie man aus mir einen Zwilling macht. Hi. Oder vielleicht doch ein Drilling. Hallo. Hier ein paar Auszüge aus den entstandenen Kurzfilmen. Das Borg Radstadt etwa hat sich mit dem Thema Handysucht auseinandergesetzt. Die Betroffenen werden nervös und unruhig, sobald sie keinen Zugang mehr zum Internet haben. Ich denke, der wichtigste Schritt ist erstmal, sich das selber einzugestehen. Die Busverbindungen in kleinen Bezirken. Das Multi-Augustinum ist der Frage nachgegangen, wie man den dünnen Busfahrplan im Salzburger Lungau verbessern könnte. Also ich fahre von Damsweg nach St. Margarethen und ich finde die Busbahne eigentlich erschreckend. Da muss ich immer lang warten und das ist halt nicht so sexy. Die Polytechnische Schule Matze beeindruckt damit, wie sensibel junge Leute das Thema sexuelle Belästigung bearbeiten können. Opfer fressen meistens alles in sich rein und suchen sich keine Hilfe. Meistens machen sie Anzeichen wie zum Beispiel, sie können nur schwer Bindungen mit anderen Menschen eingehen und fühlen sich unwohl, wenn andere Menschen sie berühren, auch wenn man ihnen nur auf die Schulter klopft. Außerdem haben die SchülerInnen hinterfragt, wie man mit dem Dealen von Drogen an der Schule umgeht. Drogen sind überall. Viele Schüler haben Drogendeals beobachtet, sind selbst angesprochen worden. Es hat schon Fälle gegeben, wo gedealt wurde an der Schule. Ja, also sobald man merkt, dass sowas stattfindet, muss man die Polizei einschalten. Und da hat die Schule an sich dann gar nicht mehr so viel Funktion. Parcours ist die Kunst der effizienten Fortbewegung. Und neben Ernsten kamen natürlich auch heitere Themen, die mit den eigenen Hobbys der Regisseure zu tun haben. Wie etwa ein Porträt über Salzburgs Parcours-Szene. Parcours und Freerunning bedeutet für mich einfach, dass ich meine persönliche Kreativität in der Natur ausleben kann. Rund 20 solcher Reportagen sind bereits entstanden, die auf der vereinseigenen Homepage veröffentlicht sind. Ein Querschnitt durch Themen, die Jugendliche gerne in den Nachrichten sehen würden. Aber nochmal zurück zur Medienrealität der Jugendlichen. In Österreich wird zwar fleißig digitalisiert, doch kaum Medienkompetenz vermittelt. Daher unterstützt der Verein Akzente Salzburg, der selber in der außerschulischen Jugendarbeit tätig ist, das Lernfilmstudio.
Jugendliche sollen nicht auf sich allein gestellt sein, sei es beim Bewerten von Informationsqualität oder beim Erkennen von Falschinformationen. Also was Jugendliche da, glaube ich, schon brauchen, ist also ein Stück weit ein Wissen darüber, welche Quellen sind jetzt eben grundsätzlich mal zuverlässige Quellen und welche nicht. Weil, wie gesagt, dann ist es ein Stück weit auch egal, über welchen Kanal ich mir das hole, wenn die Quelle an sich einmal zuverlässig ist. Außer, dass ich es eben in den sozialen Netzwerken sehr verkürzt dargestellt kriege, Sachverhalte. Aber da geht es wirklich um die Frage der Quelle, nicht unbedingt um welchen Kanal und in welcher Art und Weise. Und da ist es so, dass die Gesellschaft, würde ich meinen, nicht nur Jugendliche, aufgeklärt gehören. Woran erkenne ich denn jetzt eben Qualitätsjournalismus? Wie kann ich Quellen beurteilen? Also, dass ich mir das einmal im Detail anschaue, dass ich mal ins Impressum reingehe, dass ich mal nachlese, was steht in der Blattlinie drinnen zum Beispiel. Also diese verschiedenen Aspekte, auf die es da zu schauen gibt. Und die Filterblase, in der man sich ein Stück weit einfach bewegt, in dem Moment, wo ich in einem sozialen Netzwerk drinnen bin und Postings like, teile, kommentiere, tut der Algorithmus das einfach so einstufen, dass er mir genau diese Postings dieser Art oder genau von dem Kanal mehr zeigt, weil das scheint für mich wichtig und relevant zu sein. Und auch hier sind wir wieder bei der Aufklärung, nämlich sich eben dessen bewusst zu sein, hey, das ist ein Stück weit eine Auswahl, eine Bubble, in der du da drinnen bist. Und die Realität, die Wahrheit ist aber viel, viel mehr und viel, viel weiter. Und genau an diesem Punkt kommt abermals das Lernfilmstudio ins Spiel. Das Lernfilmstudio gibt, glaube ich, Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Themen, die für sie interessant und relevant sind, in Nachrichten reinzubringen, sodass vielleicht für die Jugendlichen selber auch die Relevanz von Informationen und Nachrichten klarer wird, relevanter, also sichtbarer wird. Ich glaube auch, dass es grundsätzlich in dem Moment, wo man selber Medieninhalte produziert, einfach schon ein kritischerer Umgang damit die Konsequenz ist, weil ich genau weiß, wie könnte ich manipulieren, wie kann ich beeinflussen. Gerade im Nachrichtenbereich ist das ja ein großer Aspekt. Und insofern glaube ich schon, dass die Arbeit mit, also diese filmerische Arbeit, diese journalistische Arbeit mit Jugendlichen, diesen Jugendlichen, mit denen man das macht, auf jeden Fall viel in ihrer eigenen Nutzung bringt und mit ihrer eigenen Umgang mit Nachrichten und Informationen bringt, weil sie einfach reflektierter wahrnehmen. Nicht nur Akzente unterstützt das Lernfilmstudio, auch die Universität Salzburg tut das. Der Fachbereich Kommunikationswissenschaft erforscht den Wandel des Kommunikationsverhaltens bei Jugendlichen. Auch hier ist das Problem der Infoblase im Internet ein großes Thema. Besonders gut kennt sich damit Professor Thomas Steinmaurer aus, der auch im Vorstand des Lernfilmstudios ist. Es gibt die Idee oder die Hypothese, wo man sagt, dass die jetzigen Jugendlichen eigentlich nicht mehr aktiv nach Nachrichten suchen in den Social Media, sondern erwarten, dass das in ihre Filterbubble, in ihre Blase geliefert wird durch die Profile und die Algorithmen, die es gibt. Und eine Studie, die hat es auf den Punkt gebracht, ein Proband, der da mitgemacht hat, der gesagt hat, if the news is that important, it will find me. Also die Nachricht wird mich finden, nicht ich gehe zur Nachricht. Und das, wenn sich das vererben sollte, so ein Habitus der Informationssuche, haben wir es durchaus mit neuen Rahmenbedingungen zu tun, wo wir uns sehr genau anschauen müssen, wie Algorithmen funktionieren, wie digitale Plattformen funktionieren, wie Informationsverhalten sich neu gestaltet. Aber bewirkt das Lernfilmstudio nun etwas? Das untersucht die Uni Salzburg mittels Fragebögen. Eins ist jedenfalls jetzt schon gewiss. Die Jungen leben jetzt sozusagen mit den sozialen Medien. Sie sind in den sozialen Medien drinnen, insbesondere. Sie wachsen in der digitalen Welt auf und verändern damit auch ihr Kommunikations- und Informationsverhalten. Wir sehen etwa, dass die Jugendlichen sich zunehmend über Social Media natürlich ihre Nachrichten holen und dort bespielt werden und sozusagen versorgt werden mit Nachrichten und ihre soziale Kommunikation, ihr Aufwachsen organisieren damit. Also sind der zentrale Dreh- und Angelpunkt im Grunde ihres Aufwachens, ihrer Sozialisation und ihres Informationsverhaltens. Und sie sind mittendrin in dieser Technologie. Und das macht es so spannend, weil es wirklich die Menschen sehr, sehr, sehr intensiv begleitet und unmittelbar an den Leuten dran ist.
Nun aber zurück in die Praxis. Okay. Habt ihr da noch Bildmaterial, wo man vielleicht noch ein bisschen eine längere Sequenz machen kann? Das grande Finale der Workshop-Reihe findet beim Regionalfernsehsender RTS statt. Hier schneiden die Jugendlichen ihre Filme gemeinsam mit den CutterInnen im professionellen Schnittprogramm fertig. Drüber, weil da kommt nachher unser Off-Text rein. Ja? Das ist ja dann wieder so eine Tonspur. Mobile Schnittcomputer wurden den SchülerInnen schon seit Workshop-Tag 1 und 2 in der Schule überlassen. Sie konnten die Zeit also nutzen und kommen heute mit vorgeschnittenen Filmen in den Sender. Und dann jetzt einfach bei den Interviews vielleicht echt nochmal ein bisschen ausputzen. Was nicht so viel ist. Ja, genau. Das auszuschneiden, das Kind einmal zusammenklatschen und wir machen nachher wieder solche Blenden und so konstante Leistung, wie man so anschauen kann. Im Studio wird inzwischen Moderationsluft geschnuppert. Während die einen schneiden, kümmern sich die anderen nämlich um die Präsentation bzw. Anmoderation ihres Beitrags. Am anderen Ende des Senders wurde mittlerweile der Off-Text für den Beitrag fertiggestellt. Für die charmantesten Stimmen im Team geht es nun ab in die Sprecherkabine. Diese Schülerinnen haben zum Thema mentale Gesundheit recherchiert. Laut der kleinen Zeitung zeigen 56% der über 14-Jährigen depressive Symptome. Wir haben uns für das Thema Mental Health entschieden, einfach weil es für die Jugend sehr relevant ist, weil es so viele Teenager, Jugendliche mit Problemen gibt und viel zu wenig Aufmerksamkeit dem Ganzen geschenkt wird. Es gibt nach wie vor viel zu viele Erwachsene, die darin kein Problem sehen und lieber einen Vergleich damit nehmen, dass früher eh alles einfacher war und damals auch keiner ein Problem dabei gesehen hat. Wir wollen das ändern für unsere Leute. Also wir sind schon drauf gekommen, dass 56% der Jugendlichen depressive Symptome zeigen und 16% der Jugendlichen Suizidgedanken haben, was erschreckende Zahlen sind. Warum hat sie eigentlich dieses Thema gewählt? Weil für uns es sehr wichtig ist, dass sich um die mentale Gesundheit der Jugendlichen gekümmert wird, weil es auch gerade durch die Pandemie immer schlimmer geworden ist und viele Leute mit dem einfach mittlerweile zu kämpfen haben. Laut der kleinen Zeitung zeigen Schau, 65. Alles gar nicht so einfach. JournalistInnen von RTS helfen bei den letzten Recherchen, beim Texten und beim Finalisieren der Reportagen. Am Ende der Workshop-Reihe werden die Ergebnisse präsentiert, sprich, es gibt ein gemeinsames Filmscreening. Und was war, wenn einer zu spät gekommen ist? Wie wussten Sie dann was davon, wenn er zu spät kam? Er war nicht da. Ich würde mal sagen, fehlt nur noch das Popcorn. Doch jetzt mal ganz ehrlich, ein Produkt schaut am Ende ja oft mal gut aus. Doch wie haben die SchülerInnen den Prozess bis dahin empfunden? Also ich habe am coolsten in dem Projekt gefunden, dass wir wirklich die ganzen Sachen mal hands-on ausprobieren können, dass wir zugelassen werden zu den Sachen und nicht immer nur daneben stehen und zuschauen. Da zum Beispiel, wie wir unten die Schnittbilder aufgenommen haben, wo ich dann eigentlich im Endeffekt ohne irgendeiner Gruppe dann als erstes herumgegangen bin und versucht habe, Schnittbilder aufzunehmen und dann halt später wieder mit Absprache mit Kollegen. Das habe ich extrem cool gefunden, weil man halt doch irgendwie so sein eigenes Ding machen kann, aber dann auch wieder zusammenkommt und das Ganze auch in einer Gruppe entscheidet und sie überlegt, okay, welches Schnittbild wird da jetzt reinpassen oder welche Interviewfrage wird da gerade passen. Also das Tolle an diesem Projekt war sicher, dass Sie mal gesehen haben, wie viel Arbeit Nachrichten sind und wie sehr man in die Tiefe gehen muss und wie viel Zeit man dafür aufwenden muss, weil das geht oft verloren. Also Sie recherchieren relativ schnell, Sie haben schnell immer etwas zur Hand. Dass es aber Zeit braucht, um qualitativ zu arbeiten, das haben Sie sicher jetzt hier auch gelernt. Das ist der eine Aspekt und allgemein so alle, eine Branche einmal so kennenzulernen, ist ja in der Schule sehr selten. Also man versucht zwar immer einen Praxisbezug herzustellen, aber in dem Ausmaß und in der Zeitspanne, die wir hier zur Verfügung hatten, war es schon ganz was Besonderes. 20%.
Doch damit nicht genug. Der Verein Lernfilmstudio möchte nicht selbst eine Bubble sein. Daher werden sämtliche Reportagen nicht nur online veröffentlicht, die filmischen Werke der Jugendlichen werden auch bei öffentlichen Veranstaltungen gezeigt. Mit dabei sind an diesem Punkt Gemeinde- und Landespolitiker, bildungspolitische Entscheidungsträger und nicht selten auch neugierige Eltern. Kurzum, die Erwachsenen. Schließlich will man ihnen zeigen, was einen bewegt und wie man das in Videoform gegossen hat. Obfrau Susanne Radke ist stolz auf die tollen Filmergebnisse und auf deren Öffentlichkeitswirksamkeit. Es wäre schlimm, wenn es nur eine Echokammer wäre und die Filme quasi als Selbstzweck gesehen werden würden, weil dieser öffentliche Diskurs, dieses Herzeigen ist total wichtig. Also einerseits bei diesen Veranstaltungen, wo es analog passiert, andererseits eben, wir sind ein digitales Medium. Die Jugend ist ebenfalls in digitalen Welten unterwegs und deswegen haben wir auch eine Plattform. Also die findet man auch über unsere Homepage, wo eigentlich der Content, wo die Filme jederzeit von jedem gesehen werden können, geteilt werden können. Das ist uns auch ganz wichtig, dass sie eigentlich breit wahrgenommen werden. Du warst mit deiner Botschaft, die du entwickelt hast in einer Woche, also für dich selber warst du, es war eine Woche, hast du irgendwie schon Einfluss darauf, was die Außenwelt sieht und nicht nur, was jetzt die Lehrer sehen oder was die Mitschüler von uns sehen. Und deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass wir da auch was übermittelt haben und nicht nur irgendein Thema genommen haben, was eigentlich keinen interessiert. Also ich finde, für mich persönlich ist es sehr wichtig, mitreden zu können, weil ich mir denke, dass wir als junge Erwachsene oder Jugendliche halt schon gern die Zukunft gestalten wollen. Und da haben wir uns schon gedacht, zum Beispiel lässig war es, wenn dann die Gemeinderäte diesen Film sehen und einmal so, es ging halt eigentlich auch anders. Wir haben gesehen, die Bandbreite ist riesig. Und natürlich, sie orientieren sich irgendwie schon an dem, was ihnen jetzt ZIP oder Ähnliches vorgibt. Aber Filme zum Beispiel jetzt über Zukunftsangst oder Angst vor dem Erwachsenwerden, über Randsportart wie Parkour, das ist sicher etwas, was man sonst nicht bekommt. Wobei ich aber sagen muss, auch die klassischen Themen, ja, Jugend und Drogen, Jugend und Handysucht, Jugend und Kommunikation oder sogar sexueller Missbrauch, sind von den Jugendlichen sehr kreativ und wirklich mit einem neuen Blickwinkel aufgearbeitet worden. Also der Blickwinkel der Jugendlichen auf diese ganzen Themen ist immer ein anderer, als wir ihn normalerweise in den traditionellen Medien sehen würden. Das Projekt fördert also nicht nur die Medienkompetenz von jungen Menschen, es gibt ihnen im wahrsten Sinne auch eine Stimme. Außerdem haben die Workshop-Teilnehmenden echte Videojournalismus-Luft geschnuppert und die Grundlagen des Handwerks kennengelernt. So manch einer hat uns bereits gesteckt, dass er jetzt Kameramann oder Moderatorin werden will. Gefördert wird das Lernfilmstudio von Bund, Land und Europäischer Union. Rund 20 Filmreportagen sind im ersten Halbjahr 2022 entstanden. Alle Filme werden auf der vereinseigenen Homepage veröffentlicht. Das Lernfilmstudio. Ein Verein, der mit einem Fernsehstudio kooperiert und eine Jugendorganisation sowie die Universität als Partner hat. Das Lernfilmstudio ist noch jung. Es hat aber seit Anfang an eine große Mission. Gemeinsam mit Jugendlichen Medien kreativ und kritisch zu nutzen. Und zu guter Letzt Filmprojekte aus der Perspektive unserer Jugend zu realisieren.